Das Hightech-Haus von Familie Hörmann in Zusmarshausen. Mit Solarmodulen auf dem Dach und an der Fassade. Seit Dezember leben Markus und Rita Hörmann in dem Haus. Das Konzept dafür haben sie mit ihrer Solartechnikfirma entwickelt. Alles, was sie an Strom und Wärme brauchen, erzeugen sie selbst. Ohne Anschluss ans Netz. Also am Anfang haben wir sehr oft drauf geschaut, um zu gucken, reicht denn die Energie aus, um die Verbräuche, die wir im Moment haben, zu generieren. Und ja, mittlerweile haben wir jetzt schon ein gelasseneres Gefühl bekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn man merkt, die Energie, die ich gerade verbrauche, die kommt aus der Sonne. Und egal zu welcher Zeitpunkt ich einen Verbraucher einschalte, ich habe eigentlich immer eine CO2-neutrale Energiequelle. Auch im Winter, wenn die Tage kürzer und dunkler sind. Wie das möglich ist, die neuartige Technik dazu ist im Keller der Hörmanns. Das ist das Herzstück unserer Hauses, das ist die Brennstoffzelle und das hier ist die eigentliche Brennstoffzelle, die die Energie für das ganze Haus produziert und auch dem zur Verfügung stellt. Und so funktioniert's. Die Solarzellen wandeln Sonnenstrahlen in Strom um. Der wird in einer Batterie gespeichert und steht für die laufende Versorgung des Haushalts zur Verfügung. Überschüssiger Strom geht in einen Elektrolyseur. Das ist ein Gerät, das Wasserstoff produziert. Der Wasserstoff wird in Gasflaschen gelagert. Bei Bedarf wird daraus Strom und Wärme gewonnen. Das erledigt die Brennstoffzelle. Der Wasserstoff spielt also die entscheidende Rolle. Er speichert Energie aus dem Sommer, die dann im Winter angezapft wird. Hinterm Haus haben die Hörmanns 32 Flaschen aufgestellt. Wasserstoff ist zwar entflammbar, Rita Hörmann macht sich aber keine Sorgen. Weil wir haben hier nur 32 Druckbar auf der Leitung, die ins Haus geht oder auch wieder raus. Und wenn ein Auto, ein Wasserstoffauto betankt werden würde, dann reden wir schon von 700 bis 800 Druckbar. Also man sieht, allein schon dadurch ist die Gefahr deutlich gering. Rund 3 Monate wohnen die Hörmanns jetzt im Wasserstoffhaus. Ohne Probleme, sagen sie. Kommende Saison wird sich zeigen, ob die Energie einen ganzen Winter ausreicht, damit es warm und gemütlich ist im Hightech-Haus.